Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop, Montag, 8. Oktober 2018. Montag ist ein Mondtag. Und in diesen Tagen nehmen wir unseren Gefühlen intensiver wahr. Natürlich löst eine gewisse Unsicherheit oder Stimmungsschwankung aus. Heute ist auch möglich, dass etwas undeutlich, unklar ist, dass wir unsicher fühlen und oder sogar Angst haben, wenn es um Veränderungen geht. Wichtig ist die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht bewahren und etwas in Ordnung bringen, bereinigen, etwas klären. Viele Menschen sind zurzeit enttäuscht im Arbeitsplatz und suchen ihren wahren Berufung. Gesundheit ist auch ein sehr wichtiges Thema, aber das löst auch Enttäuschungen aus, entweder Unzufriedenheit. Kann leider auch passieren, eine falsche Behandlung, falsche Diagnose, falsche Medikament. Besonders die luftbetonten Menschen, die Waagegeborenen, die Zwillingsgeborenen und Wassermanngeborenen unterschreiben einen Vertrag oder kümmern um die Finanzen. Manche haben sogar juristische Themen. Thema Kinder, eigenen Kinder, oder Arbeit mit Kindern ist auch sehr wichtig zurzeit. Bei vielen Menschen kommen auch die Erinnerungen, diese Nostalgie und die eigenen Kindheit, dieser Rückblick. Auch wichtig, das innere Kind zu pflegen oder etwas spielerisch betrachten. Liebe Partnerschaft ist auch ein wichtiges Thema. Und bei diesem rückläufigen Venus ist natürlich möglich, dass das etwas gebremst ist, aber in meisten Fällen bedeutet diese Rückläufigkeit Vergangenheit, wieder Rückblick, Erinnerungen oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Es ist auch wichtig, die Werte, Selbstwertgefühl auch in die Liebe, Partnerschaft und das auch vermitteln, diese respektvolle Behandlung einfach auch verlangen von dem Partner oder Partnerin. Ein klärendes Gespräch zu führen oder die Wahrheit ins Licht zu bringen, etwas bereinigen, Klarheit bekommen, das ist die Thema und das ist eine wichtige Energie zur Zeit und das unterstützt auch, also die Möglichkeiten sind da, Klarheit zu bekommen bei den Jungfraugeborenen, bei Steinbockgeborenen, bei Stiergeborenen, bei Krebsgeborenen und bei Skorpiongeborenen. Einflüsse von außen, weil etwas klärt sich auf oder jemand kommt entgegen, diese Unterstützung haben die Löwengeborenen und die Waagegeborenen. Diese Aufgabe in diese Richtung schauen und etwas klären, ein Entgegenkommen, ist wichtig zur Zeit oder in diesem Montag bei den Fischengeborenen. Gewisse Unsicherheit, Unklarheiten, das verspüren die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen. Fast unmöglich momentan etwas klären oder die Wahrheit erfahren, diese Spannung haben die Zwillingsgeborenen und die Schützengeborenen. Gute Gespräche führen oder einen Vertrag unterschreiben, einen Termin ausmachen, das ist der richtige Zeitpunkt für die Waagegeborenen, für Wassermanngeborenen, für Zwillingsgeborenen, für Schützengeborenen und Löwengeborenen. Eine Einladung, eine gute Nachricht erwartet die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen. Die Wiedergeborenen sollen die Kontakt suchen und einen Vertrag unterschreiben oder bei jemand melden oder schreiben, kontaktieren, ist wichtig bei den Wiedergeborenen und sie sollen den ersten Schritt machen.
Bei schriftlichen Angelegenheiten oder bei Verträgen entsteht eine gewisse Unklarheit bei Stiergeborenen und bei Fischengeborenen. Eine schlechte Nachricht oder gar keine Nachricht, das kann passieren bei Steinbockgeborenen und bei Krebsgeborenen. Eine Lernaufgabe, etwas loslassen, etwas in Sicherheit bringen oder die Stabilität, ein Fundament zu schaffen, das ist eine gute Energie, also der richtige Zeitpunkt dafür ist bei den Schützengeborenen, bei Löwengeborenen, bei Widdergeborenen, bei Wassermanngeborenen und bei Waagegeborenen. Eine gewisse Unterstützung, Hilfe bekommen die Skorpiongeborenen und die Steinbockgeborenen. Thema loslassen. Das ist wichtig bei den Zwillingsgeborenen, weil daran liegt die Lernaufgabe zurzeit bei den Zwillingsgeborenen. Unsicherheit, was soll ich loslassen? Soll ich überhaupt etwas loslassen oder diese festhalten wollen und unschlüssig sein, diese Energie haben die Krebsgeborenen und die Stiergeborenen. Und sehr schwierig etwas beenden, von etwas trennen, loslassen, das haben diese Themen die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen. Karmischen Themen, karmischen Erinnerungen, karmische Begegnungen, karmischen Lernaufgaben haben jetzt die Krebsgeborenen, die Steinbockgeborenen, die Widdergeborenen und die Waagegeborenen. Bei diesem Tierkreiszeichen ist wichtig anpassen auf die Berechnung an die indischen Astrologie. Hilft nicht die westliche Astrologie, weil bei vielen Fällen ist es so. Sie meinen, sie sind in die Tierkreiszeichen Löwengeborenen, sind sie aber nicht, sondern sie sind eben in Tierkreiszeichen Krebs geboren. Oder es ist möglich, dass jemand denkt, die ist im Tierkreiszeichen Schütze geborenen, ist aber nicht, sondern ist im Tierkreiszeichen Skorpion geboren. Also immer umrechnen auf diesem indischen System. Wenn Sie Fragen haben, kann ich weiterhelfen und diese Umrechnung ist möglich als Blitzberatung buchen. Die indische Astrologie kennt Mondhäuser und es ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und bei Sonnenaufgang nach diesem indischen Berechnung steigt die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont auf und diese Energie, womit die Tag beginnt, die Tagesenergie, ist Hasta, so heißt dieser Mondhaus und wirkt auf unserem heutigen Tag übersetzt, heißt es Hand und Handlungen, also heute sollen wir handeln. Und dieses Mondhaus wird von Windemiatrix bestrahlt. Und dieser Stern Windemiatrix ist bekannt in griechischen Mythologie. Sie ist die Weinleserin und steht in enger Verbindung zum Weingott Dionysos. Und Windemiatrix vermittelt Lebensfreude und Fest. Und das sollen wir heute beherzigen. Mond nähert sich zum Sonne. Heute Nacht wird exakt Neumond in Tierkreiszeichen Jungfrau nach diesem indischen Berechnung und so wie die Astronomen das auch berechnen. Und dieses Mondhaus, wo die Mond heute bewegt, vermittelt uns schöpferische Kraft, schöpferische Energie, Intuition, Inspiration und kluge Entscheidungen, wenn wir intuitiv uns entscheiden und unsere Unsicherheit überwinden können. Und das war die heutigen Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse.
das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn, in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.